Hallo und herzlich willkommen, ganz besonders an die Mütter unter euch, denn heute geht es um das Thema Stillen. Ich bin ein großer Verfechter des Stillens, weil ich glaube, dass es tatsächlich das Beste ist, was wir unserem Kind im ersten Lebensjahr, aber auch weit darüber hinaus zur Verfügung stellen können. Nicht nur die Muttermilch an sich und die wertvollen Inhaltsstoffe, die es hat, sondern auch die Nähe und der enge Kontakt, körperlicher Kontakt. Einfach dieser Ort von Beruhigung für das Kind, von zu Hause, wo es uns nahe ist, wo es unseren Herzschlag spürt, dass das ganz, ganz kostbar ist. Das soll nicht heißen, dass ich verurteile, wenn man nicht stillt, ganz und gar nicht. Diese Entscheidung muss jeder selber treffen. Aber darum soll es heute jetzt nicht gehen, sondern was ist eigentlich Stillen nach Bedarf? Ich war irgendwie so eingestellt, klar, ich still nach Bedarf, habe meine Tochter recht lang gestillt, bis ich dann schwanger wurde. In der Schwangerschaft habe ich sie abgestillt, weil ich mir Tandemstillen dann nicht vorstellen konnte. Und dann habe ich meinen Sohn gestillt. Und gestillt. und irgendwann kam ich so an den Punkt, dass ich gemerkt habe, während des Stillens kamen in mir so Gefühle hoch, die eigentlich nicht da sein sollten, sage ich einfach mal so. Und zwar Gefühle von Aggression. Manchmal, wenn er ankam und irgendwie geäußert hat, dass er was trinken möchte an der Brust, dann habe ich ihn gestillt, aber habe gemerkt, da war sowas innen drin, wo was das irgendwie dann in dem Moment manchmal nicht wollte. Nicht immer, aber manchmal, gerade wenn es dann besonders oft ist oder jetzt schon wieder für mein Gefühl, da kamen so Gefühle auf, wo ich gemerkt habe, eigentlich will ich das jetzt gerade gar nicht. Und ich hatte dann ein Erlebnis, und zwar war ich mit einer Freundin von mir unterwegs und die hatte ihre Tochter auch noch gestillt, die war schon anderthalb. Und dann hat ihre Tochter irgendwie ausgedrückt, dass sie gestillt werden will. Und meine Freundin hat einfach gesagt, nö, ich möchte gerade nicht. Und in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen und mir wurde auf einmal deutlich, dass ich ja genauso Teil der Stillbeziehung bin. Das heißt nicht, dass ich einem Kind, was ausschließlich über Stillen ernährt wird, einfach mal sagen kann, nö, ich mag jetzt nicht, ob du jetzt Hunger hast oder nicht, ist mir egal, das meine ich nicht, sondern ab einem gewissen Alter, wenn Kinder sich auch schon anders ernähren und auch satt werden an anderen Dingen, dann kommt genau dieser Punkt ins Spiel, nämlich, dass ich Teil dieser Stillbeziehung bin. Und dass ich, wenn ich mal im Moment nicht stillen möchte, dass das okay ist und dass ich das äußern darf und meinem Kind auch anders die Nähe, die es dann in dem Moment vielleicht sucht, nicht die Nahrung, anders zur Verfügung stellen kann. Und dann habe ich das just ab dem nächsten Tag umgesetzt. Es war anfangs natürlich etwas schwierig, weil mein Sohn gewohnt war, wenn er stillen wollte, dann hatte ich gedacht, ach, stillen macht Bedarf, heißt dann immer, wenn er will, stille ich ihn. Und dann musste er sich erstmal umstellen, natürlich. Aber er hat relativ schnell das akzeptiert, weil ich innerlich da total klar war. Und das hat unserer Stillbeziehung so geholfen, weil ich konnte ihn dann noch bestimmt ein Jahr länger, habe ich ihn noch gestillt, und habe gemerkt, für mich hat es total gut getan und hat sich auch gut angefühlt. Und diese Gefühle von, diese negativen Gefühle, die sind einfach verschwunden, weil ich zu dem stehen konnte, was ich in dem Moment wollte und brauchte. Und genauso ihn aber auch sehen konnte und auch abwägen konnte, okay, wann stelle ich das von mir auch mal zurück, aber wann ist auch okay zu sagen, nö, ich möchte jetzt einfach gerade nicht stillen. Und das wollte ich euch mitgeben für all die, die Langzeitstiller sind, vor allen Dingen, weil es doch meistens ja erst in der späteren Zeit auftritt, genau diese Thematik. Und dann natürlich auch die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ihr könnt gerne was dazu posten, eure eigenen Erfahrungen, das, was euch dazu bewegt zu dem Thema. Freue ich mich, von euch zu lesen. Alles Gute und viel Freude beim Stillen hoffentlich.